Aber bei sowas sind unsere Wuppertaler nicht dabei, ne? Die haben hier noch andere Aufgaben. Jo. Die müssen ja mit dem Chef von Occupy sprechen. Ja, irgendwann setzt natürlich ein gewisser Grad auch an Müdigkeit ein, ja, wenn das lange genug dauert. Das ist nun mal leider so. Wenn man sieht, was dabei rauskommt, durch diese ganzen Bemühungen, ja, das ist ja das Trauerspiel. Ne? Die Leute machen ihren Dienst ja, ob die jetzt hier nur in der Sonne stehen oder abräumen, ne? Völlig wurscht. Die Haltweise läuft weiter. Habe ich schon gesagt, ne, wenn man sich überlegt, was der Konzen hier als Bürgermeister von sich gibt, dass das ein Schandfleck ist, ja. Also dann hätte man mal jetzt fragen müssen, was er denn vorschlägt, nicht? Wie man das grün anstreicht oder wie man das Ganze so freundlich gestaltet als Mahnmal hier, nicht? Wie wir ja unseren Mendelssohn ja hier vor der Oper hinkriegen mit einem schönen Denkmal. Ne? Und die ja, Leute haben sich. Das zeigt ja vor allen Dingen auch was anderes. Wahrscheinlich ist er mehr an solchen Verbrechern interessiert mit einer schönen Fassade. Ja, ja. Nicht, da kann man ja unter uns dann Geschäfte mitmachen, ja, wo andere genau. Nichts von merken. Ja? Genau. Aber das ist hier zu öffentlich. Nicht? Das ist offensichtlich, dass da Reklamationen stattfinden, nicht, die nicht gewünscht sind. Und dann ist es ein Schandfleck. Ne? Naja, 15 Minuten. Und mal gucken, was dann passiert. Es gibt noch zwei Ultimaten, die dürfen nicht sofort nach der ersten. Müssen dreimal sowas machen. Drei Mahnungen, ne? Drei Abmahnungen gibt es. Ja. Mhm. Deswegen will ich mein Ding auch noch mal ein bisschen.